Guten Morgen. Ich begrüße herzlich alle Zuhörer und Zuhörerinnen. So lade ich euch allen zur Debatte über dem Thema ein, die uns allen am Herzen liegt. Ich heiße Sofia und wohne in Krakau. Hier habe ich mein Mathematikstudium beendet. Jetzt bin ich schon Rentnerin. Zurzeit studiere ich Bibeltheologie in Warschau. Ich lerne auch Fremdsprachen wie Englisch, Russisch, Deutsch, Spanisch und Französisch. Ich habe auch einen Sohn namens Božidar. Er wohnt in Wien. Dort hat er Wirtschaftswissenschaft an der Universität abgeschlossen. Er wohnt und arbeitet auch in Wien. Er hat auch eine Wienerin hier geheiratet. Ich habe zwei Webseiten und einen Blog. Ich lade euch, liebe Zuhörer, zu meiner Webseite zur Diskussion über Zukunft und ihre Aussichten. Denkst du an deine Zukunft, lieber Zuhörer? Jesus Christus kommt vom Himmel auf die Erde. Bist du bereit? Die Weltuntergangskennzeichen gehen in Erfüllung. Matthäus in dem Kapitel 24 sagt von Kriegen und Kriegsgeschrei und Hungersnote und Erdbeben hier und dort. Denn es werden viele kommen unter Jesus Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Und es werden sie viele falsche Propheten und werden viele verführen. Die Liebe wird in vielen erkalten. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Jesus Christus kommt auf die Erde. Glaubst du an diese Geschichte? Was denkst du daran? Die Offenbarung des Johannes spricht auch über Christus, über seine Ankunft auf der Erde. Was denkst du daran? Glaubst du daran? Antworte bitte. Vielen Dank für jede Antwort.